Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich aus meinem zweiten Büro hier im Bundeshaus in Bern. Leicht erkältet, mein Immunsystem wird hier in der Schaltzentrale der schweizerischen Politik auf etwaige Belastungsproben gestellt. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Die neue Ausgabe enthält eine ganze Fülle von hochinteressanten Themen. Ein wichtiger Akzent: Sie werden Analysen, Zwischenbilanzen zu Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, lesen, die Sie sonst nirgendwo lesen können, im Geist der Unaufgeregtheit, im Geist der Sachlichkeit gegen diese frenetische Medienkampagne, die uns nun schon bald ein Jahr begleitet, zu diesem politischen Außenseiter im Weißen Haus. Dann aber das Filetstück in dieser Ausgabe ist zweifelsohne die große Recherche unseres Reporters Alex Bauer über den Fall Boris. Sie haben davon gelesen, das ist dieser schwer erziehbare 12-Jährige, der aufgrund von exorbitanten Therapiekosten in die Schlagzeilen geraten ist. Der Skandal dahinter ist aber ein anderer und den hat Kollege Bauer aufgedeckt. Das ist nämlich die Methodik, die Hölle der schweizerischen Kinderpsychiatrie, die Mühlen, in die dieser 12-Jährige geraten ist. Also wirklich ein starkes Stück, eine wirklich beunruhigende Realität, die hier in unserem Therapiewesen aufgedeckt wird von Kollege Bauer. Dann aber noch weitere Höhepunkte. Es ist uns gelungen, die Himalaya-Legende, den möglicherweise neben Oswald Oelz intelligentesten und sicher charismatischsten Bergsteiger der Welt zu gewinnen, Reinhold Messner, für eine Würdigung seines Kollegen Uli Steck, der ja unglücklicherweise, tragischerweise im Himalaya abgestürzt ist. Auch eine umstrittene Figur irgendwo war mit seinen extremistischen Bergexpeditionen, hier eine Würdigung dieser außerordentlichen Persönlichkeit von einer anderen wirklich außerordentlichen Persönlichkeit. Wir sind sehr stolz, dass Reinhold Messner hier mit uns zusammengearbeitet hat. Weiteres Schwerpunktthema in dieser an Höhepunkten reichen Ausgabe: Frankreich erwähne ich gar nicht. Wir haben dort eine faszinierende Geschichte über die engste Beraterin der Ehefrau des mutmaßlichen neuen Präsidenten Macron. Aber ein anderes wirkliches Schwerpunktthema in dieser Ausgabe: Urs Gehriger, unser Auslandschef, großes Interview mit einem der bedeutendsten Hirnforscher der Gegenwart, mit dem Dick Swaap, dem Holländer, der auch menschliche Gehirne sammelt. Ein Gespräch über das wichtigste Organ des Menschen, das unsere Identität ganz zentral prägt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Angebot. Damit Sie auch die richtige Zeitung am Kiosk finden, zeige ich Ihnen zum Abschluss noch das Cover. Hier mit der Geschichte eben über diesen, also wirklich traurige Geschichte über diesen schwer erziehbaren Jungen, dieses Kind Boris in den Mühlen der schweizerischen Kinderpsychiatrie. Ein wirklich unerfreulicher, aber hochinteressanter Stoff. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon jetzt eine aufrüttelnde, bewegende, aber auch humorvolle und inspirierende Lektüre. Ich freue mich wie jede Woche auf Ihr Feedback und auf ein Wiedersehen in 7 Tagen. Alles Gute, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.